Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Hexit. Diesmal richtig. Haha, mit dabei ist wieder die Nanny Meets. Hi. Ich grüße dich. Und unglaublich aber war, I did it. Das ist faszinierend, dass der Hexit-Server jetzt tatsächlich so läuft, wie er laufen soll. Weil es ist ganz wichtig, dass man nicht die Minecraft-Server.jar startet, sondern die Hexit.jar startet. Unglaublich, oder? Ehrend. So, irgendwie reagieren die Kühe nicht. Jetzt reagieren die Kühe. Ah, soll ich ein paar Kühe mitbringen? Ja. Ich versuch's zumindest. Ich muss dann zwar ganz weit schwimmen. Komm, Kuh. Komm. Put. Oh, unglaublich, ich laufe wieder mal in die verkehrte Richtung. Ja, der Pickhunter Orientierung wie eine Bockwurst. So. Koordinaten nochmal geben. Nee, ich habe ja mein Dingens, Körchens, wie heißt's? Waypoint. Haha. So, lass mir jetzt hier diese blöde. Oh ja, cool. Die HP-Anzeige funktioniert auch. Unglaublich. Unglaublich. So. Doch ausmachen kann, wenn man es richtig startet. Ja. Mu, ihr Kühe. Mu, ihr Kühe. Das war jetzt ein verzweifelter Versuch, ein Schweinchen namens Babe nachzumachen. Oh, ein neues Item. Ein Emerald Shard. Mit. Es gibt jetzt bestimmt Zelda gerade. Oder? Ich hoffe doch. So, halt, ich kann doch die Kühe. Tja, ihr blöden Kühe. Ich hab ein Boot, ihr nicht. Hallo. Bisschen gemein. Auch noch wenig. Komm. Wesentlich. Komm. Wir irgendwie haben die keinen Bock. Doch, jetzt eine Kuh. Oh, wenigstens zwei Kühe sollten es schon sein, Leute. Wäre besser, ja. Hast du auch noch gut. Okay, das kann sich ja nur um Stunden handeln, bis die Kühe da sind. Währenddessen kannst du ja beschreiben, was du gerade machst. Damit wird es nicht ganz so langweilig. Ich richte die Putze ein und werde nebenbei von einem Skelett verdroschen. Ah. Gut. So, mal gucken auf der Map, wie weit ich muss. Oh, ich muss ein ganzes Stück. Ja, jetzt muss ich die ganze... Aber ich kann dann in der Bucht landen, das ist ja cool. Brauchen wir dann demnächst unbedingt Wolle? Zum Schlafen gehen. Hm. Ja, mir fällt gerade auf, dass hier auch Baumwolle wächst. Baumwolle? Baumwolle? Nee, es ist Lotus, ich wollte Baumwolle machen. Also Hexit können wir jetzt ganz gut genießen. Es funktioniert ja jetzt. Irgendwann. Wir könnten uns auch einfach die Freiheit nehmen und uns einfach mal 6 Wolle ercheaten. Machen wir aber nicht. Ich hätte nämlich beinahe gesagt, das wäre fast legitim. Nein. Weit und breit kein Schaf zu finden, ja. Das lange, meine Güte, ey. Gibt's hier nicht irgendwie einen Speedmod für die Kühe oder einen Flugmod für die Kühe? Das wäre auch toll. Ah, Creeper. Toll. War auch nicht. Sehr uncool, dass ich hier vollkommen ungeschützt. Vollkommen ungeschützt. Zu unserem Heim rennen muss. Ich würde dir gerne helfen. Aber ich schaffe ungefähr. Naja, also die Koordinate, die sinkt ungefähr um eine Zahl die Sekunde. Und ich brauche noch ganz lange. Bis dahin.
Und wehe, die Kühe verhungern. Unglaublich lange brauche ich noch. Oh Mann. Es sind nur knapp 400 Blöcke, die ich noch muss. Ja, du schaffst es. Das wird der langweiligste Part von allen werden. Aber es regnet ja, das ist schön. Gucken wir mal in die andere Richtung, geradeaus. Ach, ist es nicht toll. Ich bin dann jetzt gerade mal bei der Lava. Ah, okay. Bist wieder auf die Startinsel? Ja, ich bin ja gestorben. Deswegen sag ich, ja, wir brauchen mal langsam Betten. Ach so. Okay, ja, das macht Sinn. Und ich bring Kühe mit, weißt du? Naja. Also können wir wenigstens essen. Essen produzieren zumindest, ja. So. Noch 350 Blöcke etwa. Ich habe auf alle Fälle schon mal unsere Insel gefunden. Oh, dauert das unglaublich lang, ne? Los, komm, Kuh. Gib Stoff. Wo war nochmal der Eingang zu unserer Höhle? die Koordinaten kann ich dir gerne sagen. Der hat den schon klein. Nee, ich finde es schon klein. Ich weiß in etwa, wo es ist. Okay. Ich glaube, ich sehe da was, was ich gebaut habe. Das ist auf der Karte bei dem kleinen oberen blauen Wasserchen. So ein Mini-Tümpel ist da nördlich drüber. Ja, ich sehe es Glas. Und da ist ein Baum, den man nicht mehr sieht, weil ich den abgehauen habe. Aus der Entfernung ist schon zur Hälfte. Jetzt aus der Entfernung sieht das schon recht groß aus. Ja. So, noch 300 Block. Immer noch von unserem Zuhause weg? Ja. Daheim. Ist echt toll, oder? Ja. Etwas essen? Pferde? Pferde? Meine Items. Na, ich gehe jetzt hier an Land. Es ist doch Tag, oder? Ja. Dann versuche ich die Kühe durch den Dschungel zu schleusen. Das geht vielleicht ein bisschen schneller und man sieht auch ein bisschen mehr. Versuch dein Glück. Jetzt haben die Kühe den Fokus verloren. Oh nein! Blöde Kühe. Hier bin ich, hier. Hallo. Vielleicht haben sie ja doch noch im Fokus und gucken mich bloß deswegen nicht an, weil ich hässlich bin. Das dürft ihr nicht einreden. Also so hübsch wie eine Minecraft-Kuh bin ich nicht. Hast auch nicht so schöne große Augen. Das stimmt, die haben wirklich große Augen. Und die schielen. Die schielen nach außen. Bäh. Das sind ja Zombie-Kühe. Los, komm doch mal ein bisschen. Vielleicht haben sie auch nur das falsche Zeug geraucht. Man ja, weiß wahrscheinlich. Man, was soll eine Kuh sonst anderes in der Wüste machen, außer merkwürdige Sachen rauchen? Irgendwoher muss der Silberblick ja kommen. Ja. So, jetzt reicht's mir. Kann man hier auch irgendwie aus dem Boot aussteigen, um es kaputt zu hauen? Nee. Nur so ein bisschen drauf im Box. So, hier kommt Kühe. Ja. Ihr müsst schon an Land kommen, damit ihr schneller seid. Okay.
Das wird jetzt ein Abenteuer. Verlangt? Mhm. Fokus? Ja. Ah. Sie hat mich wieder. Nee, sie hat mich nicht. Ja, Kuh. Kuckuck. Kuckuck. Ja. Irgendwas, wo ich die... Ich werde jetzt hier erstmal die Kühe versuchen einzubauen oder so. Keine Ahnung. So, nochmal. Kuh. Kuckuck. Kuckucks Clan. Die Richtung soll es also gehen. Wer weiß schon, warum die sich so nennen. Ja, nur wegen den Kühen. Ja, genau. So. Seid ihr beide hier drinnen? Ne, ist bloß hier eine Kuh drin. Verdammt. Na los, lass mich ja hoch. So, okay. Puh. Ich habe jetzt hier eine Kuh gefangen. Im Sand. In einem Sandbunker. Okay. Nein, Mann. Los, geh da rein. Sehr gut. So. Jetzt können die sich erstmal ein bisschen vermehren. Im Sandbunker. Ja. Unglaublich. Der Einladen ist weich und so. Jo, es ist sehr tierfreundlich auf jeden Fall. Ja, im Sandbunker. War das vorhin? Wir haben doch genug Holz. Ja. Sieht man doch, oder? Deswegen ich habe noch 8. 8 Holzplanken habe ich noch. Und die verbaue ich gerade für die Kühe. Ja. Um den Kühen ein schönes Dach zu bieten. So. Tja, das war's dann wohl. Mit dem Holz. Ja, gewillt. Wir haben ja jetzt auch Marpel. Decke mit Marpel zu machen, das ist ja toll. Problem ist, ich weiß nicht, ob wir genug Marpel. Oh nein! Mist. Oh nein, okay. Jetzt mal gleich mal ausprobieren, ob hier der Timber-Mod funktioniert. Baum ab! Oh, das wäre optimal. Ich habe gerade einen Baum abgehauen, der ist aber stehen geblieben. Oder funktioniert das nur mit Axt? Geht nur mit der Axt. Ah, okay, ich habe natürlich keine Axt dabei. So. Sehr schön. So, ihr Kühe. Gleich werdet ihr nicht mehr nass. Wo seid ihr hin? Die Kühe sind weg. Habe ich die nur geparkt? Weit. Ach, da. Scheiß Handbremse, wenn die rausgeht. Oder verhungern die Kühe ohne Futter? Hm, egal. Erstmal. So. Und auf der Map markiere ich mir den Ort noch. Das ist der Kuhbunker. Oh. So. Wenn wir uns tief genug bauen, dann können wir zu dem Kuhbunker sogar vorstoßen. Von unten rum. Von unten her vorstoßen. Genau. Okay. Ich wollte das jetzt nur nochmal bestätigt haben, dass ich mich nicht verhört habe. Ich habe ziemlich keine Lust, die Kühe hier durch den Dschungel zu begleiten. Das ist doch zu anstrengend. Aber dafür habe ich ein Schwein. Autsch. Kann ich mal probieren, ob man das Schwein tatsächlich mit Weed anlocken kann. Aber es sieht nicht danach aus. Es interessiert sich herzlich wenig von uns. Bewegt sich nicht mal. Hm. Hallo. Schweinchen, lecker Weizen. Ne, die wollen anscheinend auch Karotten haben. Schade. Sagen, Marple ist echt hübsch. Warte, ich mir gleich angucken, wenn ich wieder da bin. Noch nicht angebaut. Noch baue ich ab, aber ich weiß, das ist recht gut. Ach so. Halt schön hell. Das ist... Ja. Also ich spiele das Ganze hier auf... Grundpack Default. Jawohl.
ist am angenehmsten. Ist bei Hexit. Keine Texturenfehler, nix. Ja, das so sollte es auch sein. Und so gefällt mir das auch. Ja gut, auf der 1.7 mit Texturen hier halt nicht, weil ich es schöner finde. Und Marple, wenn du es hier anbaust oder setzt. Marple. Wenn du es setzt. Hä? Huh? Ja, einfach nur hellere Koppel. Und Ticken heller. Dann die Konturen nicht so. Ein Häppchen, ja. Stimmt. Oh, was hast du denn hier gebaut? Ach, das sind die Marble-Steinchen. Genau. Ah, okay. Ist natürlich schön, dass sie sich auch gleich mit hier reingebaut haben, ja? Ja, das Problem ist, da kommt ja das Feld noch hin. Ich mag gern solche gerade Linien. Ich baue hier mal noch ein bisschen Weizen so weit an, ich kann. Oh, ich habe eine Orchidee mitgebracht. Toll. Die Orchideen, die gehen bei mir immer ein. Bei mir wachsen sie. Was ist das Geheimnis? Du musst sie gießen. Nee, muss mit ihnen reden. Nee, Quatsch, die brauchen einfach nur viel Licht. Ja, das ist den. Meinen Orchideen ist das egal. Ja, eigentlich Mittagssonne, meine. Und einmal, beziehungsweise je nachdem, wie viel du gießt, einmal jede Woche oder einmal alle 2 Wochen. Ich mache es einmal alle 2 Wochen. Und, einmal im Monat so ein Düngestäbchen direkt für Orchideen und gut ist. Das wäre natürlich mal eine Idee, so ein Düngedings. Da auch verhältnismäßig lange mit hin. Hä? Bei den Düngestäbchen. Ach, ich habe mich gerade gewundert, warum ich die Kohle nicht stapeln kann. Das eine ist Kohle und das andere, das ist, Dingskohle. Na, wie heißt sie noch? Holzkohle. Ja, genau, Holzkohle, danke. Ach, habe ich einen langen Schlauch heute zum Denken. Unglaublich. Oh, hier wachsen ja total viele unterschiedliche Blumen. Ja, also ich muss halt sagen, jemand, Lotus, der viel zweideutig denkt, hat heute Vergnügen. Ja. Ich sehe schon Kilbe im Hintergrund, wie er die ganze Zeit kichert. Nee, jetzt gerade ist er nicht da. Er hört dich ja auch nicht reden. Stimmt. Na, da wird er seinen Spaß haben bei der Aufnahme. Oder beim Angucken dann. Also auch bei einer der vorherigen Aufnahmen, den Stiefeln und dem Untergehen, ich glaube, er hätte sich wirklich kaputt gelacht. Aber er hat sie nicht gehört. Tschüss, vor irgendwas. Ah, hat er wenigstens einen Grund, sich das anzugucken. Würde mich interessieren, ob es tut. Bis jetzt hat er sich ja nicht alles angeguckt. Glaube ich zumindest. Er sagt so. Kann ich den Lotus braten? Nee, er guckt es schon. Wir haben ja mittlerweile, dass ich zu intim werde. wir haben ja mittlerweile abends das Ritual, dass wir eine halbe Stunde, bevor wir effektiv schlafen möchten, erstmal alle beide noch LPs angucken, LPTs angucken, generell an unseren Telefonen rumaddeln, weil beides iPhone und so. Aha. Dann wird natürlich da lustig geguckt und Netz gegangen und so bei 32.000 Leitungen. Jo, da kann man das mal machen. Oh. Dementsprechend kriege ich eigentlich auch mal mit, wenn er bei LPT schaut. So. Haltsam. Also, ich habe keine Schafe gefunden. Aber? Das ist blöd. Nix aber. Ich habe keine Schafe gefunden. Wir haben doch bestimmt schon, Seeds? Barley-Zeug ist sowas wie... Nein, sowas wie Weizen. Ein paar Weizen haben wir, ja. 2 Stück. Ja, dieses Barley, was es da noch gibt, das ist... Da jetzt gerade nur gelben Weizen davon, leider. Das ist, was wie Weizen. Ah. Okay. Hab hier noch Glas. Was machen wir mit dem Glas? Oh mein Gott. Flaschen bauen. Obwohl, ne, Flaschen brauchen wir doch noch nicht. Ja, eigentlich bräuchten wir mal einen Eimer, weil... Ja. Sollte ich das vielleicht mal zeigen? Komm mal bitte mit. Ich komm mit. Oh. Netter Ausgang.
Oh, Zombies. Oh, und ich bin doch kein. Dann mal irgendwie. Ja, so. Wasser machen, Wasser setzen. Wir gemeinschaftlich runterlaufen kann, dass wir hier Wasserfall haben. Dass diese Fenster so ein bisschen verdeckt sind, weil sonst sieht das nämlich riesig hier aus. Hm. So ist es halt auch hell tagsüber. Brauchen nicht so viele. Ja, das werden wir dann wohl anstreben. Ich finde diese Idee gut. Ist ganz gut, ja. So, wo ist jetzt auch der Eingang? Ah, hier. Weil, jetzt fällt mir nämlich ein, dass ich doch weiter mal abholzen könnte. Na, gibt schon her hier. Nein. Haben wir keine Axt mehr? Ich habe noch welche im Inventar. Und ich kann mir auch welche bauen, so ist ja nicht. Ich habe mir eben... Zwei habe ich gebaut. Baust du dir jetzt welche? Ich baue mir gerade eine. Zack, zack, zack. Weil ich will jetzt noch ein bisschen... ja. Toll. Mit Gravel kann man die Dinger nicht bauen. Das geht leider noch nicht. Kein Stein mehr? Hast du den ganzen Stein aufgebraucht? Unglaublich. Oh, möglich, dass ich den voll im Inventar habe. So ein Reflex. Weil ich so viel mit Koppel gerade baue. Geh mal entgegen. Huh. Dankeschön. Oh ja, das ist eine ganze Menge sogar. Ich hab noch zwei Stacks einstecken. Kannst du dann behalten? Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Holz noch abbauen. Oder meinen Baum abbauen, den ich da angefangen habe abzubauen. Mag ich dort aussieht. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Tja. Der Timo-Mod hat nicht gezogen. Nicht funktioniert, du musst unten. Nee, obwohl nicht. Vielleicht funktioniert das auch bei den ganz großen Bomben halt nicht. Wenn du einen Viererstamm hast, musst du die vier unten wegholzen. Ja. Bin ich gerade dabei. Ich stehe unten runter. Eigentlich gehen, aber wenn du jetzt im Dunkeln draußen rumrennst, es gibt jetzt, dadurch, dass Hexit jetzt auch geht, auch stärkere Gegner. Das ist nett. Rare das ist Gegner. Immer gut. Ja, nee, die. Aber er funktioniert. Also einen einzelnen Baum konnte ich perfekt abholzen. Irgendwo kommt gerade ein UFO? Meteorit. Ja, ging sehr gut. Ich konnte schön Äpfel. Ich habe ihn nicht gesehen. Verdammt. Ich habe ihn nur gehört. Oder vielleicht geht das mit dem Baum auch nicht, weil ich den schon vorher versucht habe, von oben abzuholzen, während das Timber noch nicht funktioniert hat. Ja, Tatsache. Geile Krüben. Scheiße. Der andere Vierer hat wunderbar funktioniert. Holz gebaut? Holz gesetzt? Wie bitte? Da ist ein Holzdingens. Nein, nein, stopp. Du sagtest ja, wir brauchen Holz. Ich hab Holz. Oh, die ganze Axt ist dabei flöten gegangen. Haha. Geht da fix, ja. Hammer nice. Auch dann auch mal. So, jetzt haben wir auch genug Holz. Ach so, wieder nicht hell genug hier drin. Ja. Das ist natürlich doof. Huch. Du hast da Pfeile im Knie und überall stecken. Ich wurde gerade angegriffen. Oh. Also auch einer an einer sehr ungünstigen Stelle. Ich kommentiere das jetzt nicht. Gesicht. Beziehungsweise unterhalb des Gesichts. Voll ins Kinn. Hals. Voll in den Hals. War das da zufällig ein Skelett im Wasser? Oder ein Creeper? Ein Wasser? Boom! Hat es bei dir Boom gemacht? Mhm. Ich
habe unseren See hier nebenan vergrößert. See? Ganz aus Versehen. Ich hoffe, ohne dass hier jetzt... Oh, nein, nein. ...das abgerissen wird. Keine Panik. Schwede, ich wäre jetzt beinahe gestorben. Vielleicht. Ja. Mal so. Ein paar Spinnenschnetze, wenn wir schon keine Schafe finden. Stimmt, das geht ja auch. Dass wir ein paar Strings kriegen. Ein paar Strings, die man dann zu einer Wolle bauen kann, stimmt. Aber auch Baumwollpflanzen. Ich habe einen Knochen. Okay. So. Dann wollen wir doch noch mal gucken, ja. Ein Eisen. Oh ja. Also wir haben schon mal genug Eisen für Eimer. Welches gefunden? Jupp. So. Gleich mal 7 Stück an einer Stelle. Ich komme gleich wieder hoch. Oh. Verdammt. Es ist ja schon wieder so weit. Warte mal. Ich brauche jetzt hier mal einen vernünftigen Eingang hier zu der Höhle. Das ist ja total belastend. Ja, so kann man damit schon spielen. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben schon wieder eine halbe Stunde geschafft. Unglaublich. Also doch 2 Parts geworden. Es wären noch 2 Parts geworden. So. Dschungel-Sapling. Tja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein Päuschen. Wir spielen dann morgen weiter eine Runde. Jo. Und die Zuschauer werden dann im nächsten Part sehen, wie wir diesen Eimer bauen. Wie du diesen Eimer? Ich werde ihn so schön bauen. Das wird der schönste Eimer der ganzen Welt. Ich glaub, nie es waren sogar 2 Eimer. Es gab noch nie einen schöneren. Oh, was haben wir denn jetzt hier noch für ganz andere tolle Sachen? Delete Mode, Rain, Creative Mode, Save 1 bis 7, Optionen. Highlight-Tipps. Unglaublich, man kann hier so viele tolle Sachen machen. Ich habe immer noch nicht geschafft, uns Betten zu bauen. Hm. Dann beim nächsten Mal. Schafe. Ich denke, wir sollten mal... Ich baue mal noch fixen. Du hast jetzt die schönsten Eimer der Welt. Hey! Super. So, warte mal, hier kommt erstmal Holz hin. Ach, kann man nicht ja auch. Das muss ich jetzt mal ganz schnell noch probieren. Ein Schild bauen. Wo man dann irgendwelche Sachen reinlegen kann. Schild? Einen Rucksack kann man bauen. Einen Rucksack kann man bauen. Hui. Aber eigentlich erst, wenn wir dann in Dungeons gehen. So was, Case Dungeons. Türme. Kampftürme. Schade, das geht. Weil ich gerade sehe. Na gut. Aber es gibt auch Wasser. Dungeons. Also Dungeons unter. Ja, auf unserer lustigen kleinen Insel gibt es jetzt leider gerade nichts. Holz und Bau. Oh, Eimer. Eisen und Co.
Gerümpel. So. Gut. Also, das war's dann erstmal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss. Warte, dann baue ich hier noch an und dann sind wir fertig. Tschüss.